Ubisoft hat eben zeitgleich mit meinem Video den offiziellen Trailer zum Title Update 4.0.0, also der Teamkameraden-Erfahrung, hochgeladen. Und in diesem Trailer waren nochmal zwei, drei Sachen drin, die ich noch nicht wusste. Und ja, auf die gehen wir dann nachher noch drauf ein. Zusätzlich hat Ubisoft auch eine Liste mit den Bugfixing-Highlights im Title Update 4.0.0 veröffentlicht. Und diese Liste gehen wir jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und danach gehen wir auf die zusätzlichen Infos im Trailer ein. Den Trailer an sich lasse ich derweil hier im Hintergrund mitlaufen. Gehen wir mal diese Bugfixes durch. Da sind ein paar sehr wichtige Dinge dabei, deshalb lese ich die euch einfach mal vor. Es wurde ein Problem behoben, bei dem folgende Fehlercodes angezeigt wurden, wenn versucht wurde, dem Koop-Modus beizutreten. Infinity 000000, Infinity 00003, Infinity 00001 und Infinity 00100. Es wurde ein Problem behoben, durch das Mozzi immer einen Blutfleck auf dem Hosenbein hatte, also der Mozzi-Skin, den man sich im Echtgeld-Shop kaufen kann. Es wurde ein Problem behoben, durch das Tiergeräusche fehlten. Das ist mir persönlich so gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo ich es hier so lese, denke ich so, ja doch, irgendwie haben die Tiere keine Geräusche mehr gemacht. Es wurde ein Problem behoben, durch das Aufklärungsdaten nach dem Abschluss verschiedener Nachforschungen und Einsätze als ungelesen erschienen. Ja, diesen Fehler habe ich so ziemlich seit Anfang an, ja, und ich bin sehr froh, dass der jetzt endlich behoben wird. Es wurde ein Problem behoben, durch das der Angriffsmarkierer aus dem Inventar verschwinden konnte. Ich persönlich hatte dieses Problem nicht, aber ich habe diesen Angriffsmarkierer auch kaum behoben. Aber Tech zum Beispiel hatte diesen Fehler schon seit einer halben Ewigkeit. Und ich glaube, den freut das ganz besonders. Es wurde ein Problem behoben, durch das Blutspritzer fehlten. Ist mir persönlich jetzt nicht so aufgefallen. Es wurde ein Problem mit der Paladin 9 Hose behoben, durch das beim männlichen Hauptcharakter Blutflecken auf dem Rücken und dem Hosenbein zu sehen waren, obwohl er gar nicht verwundet war. Es wurde ein Problem behoben, das zum Spielabsturz führen könnte, wenn ein Spielstand geladen wurde. Es wurde ein Problem behoben, durch das die Farbe der Nachtsichtbrille nicht separat angepasst werden konnte. Das ist für mich besonders interessant, denn ich wusste gar nicht, dass das überhaupt angedacht war, dass man die Farbe der Nachtsichtbrille separat anpasst. Ich dachte, das ist normal, dass die Nachtsichtbrille halt immer die Farbe des Helms annimmt. Aber scheinbar nicht. Gut. Mehr Vielfalt. Yay. In den Anpassungsmenüs gibt es nun visuelles Feedback, damit ihr seht, bei welchen Gegenständen die Farben angepasst werden können. Auch sehr geil. Da muss man nicht mehr über jedes Item einzeln mit der Maus drüber gehen. Die Texturen der Charaktere während der Zwischensequenzen und der Szenen im Biwak wurden optimiert. Gut. Ja, und dann steht da noch, schaut auf jeden Fall am 21. Mai wieder rein, um die volle Liste der Fixes und Verbesserungen in Title Update 4.0.0 anzusehen. Ja, der 21. Mai ist am Freitag schon. Also gehe ich mal davon aus, dass das Update schon nächste Woche rauskommt. Und da sind wir dann auch schon bei den Dingen, die der Trailer angekündigt hat, die mir aber noch nicht bekannt waren. Und zwar wird es insgesamt 4 Ghillie-Kapuzen geben. Ja, es sind keine Ghillie-Hüte, sondern Ghillie-Kapuzen. Und es gibt sogar 3 Gasmasken, die jetzt kompatibel mit Helmen sind. Das heißt, man kann die Gasmaske anziehen und dann gleichzeitig noch einen Helm. Finde ich super geil, freue ich mich mega drüber. Und dann hat der Trailer am Schluss auch noch eine sehr, sehr wichtige und coole Information rausgehauen. Nämlich das wirkliche Release-Datum vom Title Update 4.0.0. Und zwar ist das der 25. Mai. Das ist nächste Woche Dienstag. Ich weiß nicht um wie viel Uhr, das hat der Trailer nicht gesagt, aber da bisher so ziemlich alle Updates so 18, 19 Uhr rausgekommen sind, gehe ich davon aus, dass das Teamkameraden-Erfahrungs-Update dann auch am Dienstag um 18 oder 19 Uhr online geht. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, denn bei mir dreht sich alles um Ghost Recon Breakpoint. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.